Tiffal Schokobot Jockey? Ja, das kann vorkommen. Dass Tiffal mal sagt, hey, ich will mal Schokobo reiten. Es ist nicht wirklich besser wie Cloud. Es ist halt nur ein kleines, nettes Gimmick, was man hier haben kann. Oh yeah! Das ist nebenbei mein männlicher, tollster Schokobo, den ich hier habe. Und ja, Tiffal reitet ihn einfach mal so drauf los und meine Güte, langsam ist er nicht gerade! Okay, seine Springgeschwindigkeit könnte da schneller sein. Die ist nämlich fast gleich schnell wie seine Maximalgeschwindigkeit. Fast gleich schnell. Ob man es positiv oder negativ sagen kann, das ist immer so eine Sache. Und ja, das ist halt der tolle Schokobo. Den kennen wir schon. Wollte man nur zeigen, dass man mit Tiffal ja auch mal reiten kann. Kommt selten vor und noch seltener kommt vor, dass auch Sid mal reiten will, Leute. Ja, das kann vorkommen. Das Sid, wenn jemand, ihr müsst ihn natürlich dabei haben. Sid sagt, ich will auch mal reiten, du. Ich will auch mal. Gut, Sid. Ja, und wie man sieht, dieser Schokobo wird vom Wind beeinflusst. Auch wenn er sehr toll ist, ist halt ein Gelber. Was habt ihr erwartet? Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss hier noch auf Rang S reiten. Hallo Leute, willkommen zurück hier vor dem Hof in Final Fantasy VII. Ich habe schon mal gespeichert, denn jetzt heißt es, den sehr, sehr guten Schokobo und den schwarzen Schokobo zusammentun und daraus wird eine neue Farbe herauskommen, wenn ich Glück habe. Wenn ich Pech habe, dann nicht. Schokobos paaren. Welche zwei Schokobos? Jo, ich will den hier, der ist als auch Rang S, und den schwarzen Schokobo. Und daraus wird eine neue Farbe. Wie man das herausfindet? Durch viel herumprobieren. Als ernsthaft, wo ich noch keine Komplettlösung hatte, habe ich wirklich da alles durchprobiert. Da war ich bei 500 Stunden Spielzeit. Kein Witz. So, dafür braucht ihr die Saionus. Mit einer anderen Nuss geht es nicht. Ihr braucht die Saionus. Keine einzige andere. Nur diese. Das ist die, was wir nie benutzt haben. Okay, den Rest benutze ich auch nie, weil es eher sinnfrei ist. Und dafür gibt es... Na? Ein bisschen Pech. Gut, ich werde resetten. Ich schaue jetzt mal, wie lange das dauert, bis ich die neue Farbe kriege. Diesmal ist es wieder schwarz. Das will ich nicht. Na bitte, es geht doch! Es ist ein hellgelber Schokobo. Fast richtig. Es ist ein goldener Schokobo. Männlich oder weiblich ist es egal. Und ich nenne ihn komischerweise immer Boko. Weiß nicht warum. Muss man Final Fantasy 5 legen. Ja, das ist wohl das Standard bei mir schon langsam. Dieser goldene Schokobo ist richtig geil. Hier hinten ist er, er hat eine andere Farbe wie der andere. Und was kann dieser goldene Schokobo jetzt? Erstens, er ist verdammt schnell, wenn ihr mit ihm reiten wollt. Im Gold Saucer. Und zweitens, ich kann mit ihm ausreiten, genauso wie der andere Schokobos. Und er hat eine zusätzliche Fähigkeit zum schwarzen Schokobo. Der schwarze Schokobo kann in Seichengewässer gehen, in Bergen und in Flüssen. Der goldene Schokobo hat eine zusätzliche Fähigkeit. Und die braucht man sogar, um die letzte Sammelmaterie zu bekommen, die es im Spiel gibt. Anders bekommt man diese Sammelmaterie nicht. Sie ist nicht auf der Karte gekennzeichnet. Ihr habt richtig gehört. Nicht auf der Karte gekennzeichnet. Also schon mal das Erste. So, dann muss man es mal finden. Und dann muss man wissen, dass der goldene Schokobo etwas Geiles kann. Erstens, er kann im Wasser spazieren. Das ist nichts da, Melbilgers. Er kann Hügel einfach so hin und her gehen. Und er kann noch was. Er kann einfach mal so ganz chillig durchs Wasser gehen. Eigentlich hätte ich diesen Schokobo fast Jesus nennen können, ne? Eigentlich fast. So. Wenn man sich in der Welt sich ein bisschen genau umgesehen hat, dann hat man irgendwann mal hier oben im Nordosten, ganz in der Ecke, eine Insel gesehen. Diese Insel ist nur mit dem goldenen Schokobo erreichbar. Wo war die nochmal? Ich glaube, ich bin zu weit. Das passiert mir öfter mal. Ah ja, hier ist sie. Diese Insel ist, wie gesagt, nicht mit dem Luftschiff erreichbar. Nur mit dem goldenen Schokobo. Wie man sieht, hier ist alles bewaldet. Das heißt, ihr könnt mit dem Luftschiff hier nicht landen. Hier ist auch noch was vom Berg umgeben, vom Wasser. Also wer hier mit dem Luftschiff landen kann, das soll es mir zeigen. Es ist nämlich nicht möglich. So, was ist hier?
Ich habe schon gesagt, es ist eine Sammelmaterie. Und es ist eine richtig geile Materie, die etwas zu stark geraten ist, meiner Meinung. Es ist die Ritter der Runde Materie. Die ist so richtig bisschen zu stark geraten, wie ich schon gesagt habe. Kostet 50.000 AP pro Stern. Okay, ich glaube noch mehr. Gibt euch 8 Zauber mehr und 8 Zauber Verteidigung mehr. Das ist einiges. Minus 10% HP und dafür 20% mehr MP. Das ist schon mal das Erste, dass es geil ist. Zweitens, der Samen an sich ist crazy. Also richtig. Das werde ich euch natürlich zeigen. Ob ich es jetzt zeigen soll? Eigentlich hatte ich jetzt was anderes vor. Moment. Endgültiger Angriff soll ich noch drin lassen. Fernwirkung. Okay, Fernwirkung kann ich raushauen. Das brauche ich eh nicht mehr so oft. Hust, hust. Okay, ich brauche jetzt nämlich die Feindeskönn-Materie. Ich habe euch gesagt, ich will alle Feindeskönnen haben. Und da fange ich jetzt mal damit an. Moment, ich will hier eine andere Materie. Wir sind mit endgültigen Angriff. Genau. Ich brauche eh so viel AP. So, ich brauche, lass mal sehen, was habe ich denn alles? Flamme, Laser, Ja, da fehlt mir einiges. Da fehlt mir wirklich einiges. So, was braucht ihr dazu? Ihr braucht einen zweiten Charakter, der die manipulieren Materie hat und sie verwirren. Moment, das brauche ich am besten bei Tiffer rein. Statt. Lass mal sehen. Oder bei Sid, da ist so viel. Gerade frei irgendwie. Doppelsammeln, ja. Ich habe mal als Sitz zum Sammler gemacht, dass alle Summons ein bisschen auflevelt. Es wird mal Zeit. Und MP Plus brauche ich eh nicht. Okay, rein damit. Manipulieren und zusätzlich zu manipulieren braucht ihr die Verwirren. Hier bitte, die Mystifizieren Materie. Es geht auch ohne Mystifizieren, aber dann wird es etwas hart. Somit könnt ihr die Feindeskönnen schnell aufleveln. So, das mache ich dann gleich nebenbei. Und dann will ich auch mal den Summon zeigen. Der ist sowas von übertrieben. Wer den da reinprogrammiert hat, der hat wahrscheinlich irgendwie Spaß gehabt. So, wo fange ich an mit den Feindeskönnen? Wer ist ein Ort, wo ich schon mal hinkomme? Moment, ich muss mal kurz meinen Zettel suchen. Wo ist er nochmal? Ich will da zuerst auf die kleine Insel hier. Moment. Zettel, Zettel, Zettel. Mhm. Okay. Ich gehe von oben nach unten durch, das heißt, alles, was mir, was ich oben aufgeschrieben habe, gehe ich zuerst durch. Ich nehme den Golden Chocobo nebenbei mit. Ja, der stört doch nicht. So. Angefangen, in meinem Fall, wird diesmal in der Wutterregion. Ich brauche natürlich auch Glück, dass der Gegner kommt. Wenn er nicht kommt, so lange Zeit nicht, werde ich natürlich schneiden für euch. Ich will das ja nicht langweilen hier. Es ist doch nicht langweilig, ist mir doch egal. So, und soweit ich weiß, war der ganz im Norden öfter vorhanden. Ganz im Norden. Natürlich brauche ich jetzt auch noch Glück, dass der Gegner einen Cloud haut, der die Feindeskönn-Materie hat. Und ich glaube, ich speichere auch mal gleich dazu. Da brauche ich nicht wieder resetten oder irgendwelche anderen Schmäh machen. Und falls ihr mit dem goldenen Chocobo in Goldsaucer bei Runden rennt, der ist so verdammt schnell. Und zweitens, er hat eine sehr hohe Sprintgeschwindigkeit. Und das ohne, dass man ihn noch füttert. Wenn man ihn zusätzlich noch füttert mit dem besten Gemüse, dann geht der richtig ab. So, jetzt brauche ich etwas Glück. Nein, das ist nicht der richtige Gegner. Na gut, dafür habe ich was mit für euch. Ultima! Den Gegner, den ich suche, sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Ultima! Jawoll! Boom! Tot, würde ich mal sagen. Und ich habe auch Stellen mitgenommen, mal. Einfach so. Einfach mal so. Warum nicht? Spricht doch nichts dagegen. So, jetzt schaue ich mal, wie lange das dauert, bis der Gegner kommt. Wenn es zu lang dauert, dann schneide ich halt. Das war wirklich hier im Norden, beim dunklen Feld, soweit ich weiß. Ganz hier in der Ecke. Okay, so weiß er auch nicht. Aber hier, wo das dunkle Gras ist, das kommt der Gegner öfter, zumindest gefühlt. Er ist relativ selten, eigentlich. Na? 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 Wird's bald? Hat keinen Bock anscheinend. Ah, Moment!
Wenn es zu lange dauert mit den Gegnern, haut einfach... Whoops! Wo ist es? Feind anlocken rein. So. Dann kommen ja mehr Random-Kämpfe. Das hilft doch einiges. Die Linken sind das. Die zwei Grashalme da. Genau die zwei. Die haben eine Feindescan für mich. So, ich schau mal, ob ich sie verwirren kann oder ob ich sie kontrollieren muss. Ich glaube eher kontrollieren. Lass mal sehen. Nein, manipulieren, bitte. Manipulieren! Okay. Er wird manipuliert. Und jetzt sollte er was können, was cool ist. Dabei gehe ich mal zum anderen und überfalle ihn. Yay. So, der Zauberhammer, bitte auf Cloud. Zauberhammer ist eine Manipulation. Yeah, 100 MP werden abgezogen. 3 MP verbraucht der Zauber. Ich will sagen, wenn man diese Feindesquen macht, bekommt man 97 MP vom Gegner. 97. Das ist einiges. Also es entzieht einem die MP des Gegners. Das ist richtig cool eigentlich, diese Feindesquen. Es war nämlich der dritte Stern, der hat mir schon gefehlt. So, der nächste, das ist der fünfte Stern. Zettel. Moment, wenn ich schon mal dabei bin. Feuer raus. Komet rein. Komet Element macht zwar keinen Sinn, aber egal. Okay, falls mein Zettel stimmt, was eigentlich sollte, ich habe ja lange daran gearbeitet, ist den fünfte Stern. Feindes können in der Nähe von Gongaga. Ja, Gongaga. Ich war schon Ewigkeit nicht mehr dort und die Leute dort haben ja nicht mitgekriegt bis jetzt, dass der Meteor da ist. Das sind komische Leute, egal. Nämlich am Strand von Gongaga ist ein Gegner, der euch die nächste Feindeskönnen beibringt. Ihr könntet diese Feindeskönnen natürlich viel früher holen. Bei CD1 schon wäre das möglich. Beide, was ich jetzt geholt habe oder am Holen bin, könnt ihr ab CD1 holen. Ich mach's jetzt erst, weil... ist halt ein bisschen special, ne? So, jetzt muss ich von Golden Schokob absteigen, das heißt, es kommen keine Wendengegner. So. Am Strand, hier in der Gongaga-Region, hier ist ja Gongaga im Norden, hier am Strand soll der Gegner kommen. Ist es gleich der Richtige? Wenn ja, dann schön. Wenn nein, dann nicht schön. Nicht schön! Oder, Moment. Nein, verdammt, das wäre sogar der Richtige. Ah! Ich muss meine Zeichnung etwas besser deuten mal. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe diese Gegner gezeichnet. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht, wenn man nicht genug Zeichenskill hat. Na gut, dann halt nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, muss man die dafür verwirren oder manipulieren? Das werden wir gleich sehen. Eigentlich kommen diese Gegner relativ oft vor hier im Strand. Soweit ich weiß, aber auch nur am Strand. Das muss man auch mal wissen. Na komm. Ich hab doch die Feind Unlock Materia, es kommt doch schon. Danke. Falls ihr die richtigen seid. Wenn nicht, dann nicht. Und? Ah, es sind die richtigen. Gut. Dann werde ich mal ein bisschen kürzen gehen. Der erste weg. Der zweite weg. Und den dritten werde ich mal manipulieren probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich ihn verwirren. Ah, es geht. Okay. Denn diese Feindeskönnen ist etwas auch zu stark geraten. Etwas. So. Sid sagt dem Kumpel mal, er soll große Wache auf uns machen. Große Wache ist so geil. Bams! Hat automatisch 3 Zustände für euch. Große Wache. Barriere, Zeppere und den Hastmodus. Und das in einen Zauber, Leute. Das ist der große Barriere. Feindes können. Der ist etwas übertrieben. Ich meine, Barriere, Zeppere, okay. Leck, geil. Aber dazu Hast! Das ist krass. Das kann ich mal dir zeigen, was hier Beschreibung eigentlich ist. Hier, große Wache. Gib Verbündeten Barriere, Zeppere, Schnelligkeit. Genau. Also Barriere, Zeppere und Hast-Modus. In einem. Und das kostet 56 MP. Viel zu billig, nach meiner Meinung. Das müsste 200 kosten oder so. Okay, nicht übertreiben. Okay, der nächste ist das 6. Stern. Mal sehen. Zettel. Hallo, bis ja. Ich sollte dich bei der Nähe lassen, ne? Okay.
Okay, 6 und 7 kann ich jetzt noch nicht bekommen. Die sind nämlich dort, wo Sephiroth auf den Meteor wartet, im Nordkrater. Die werde ich dann auch gleich holen. Aber der nächste, den ich holen kann, ist wieder in der Wutterregion. Schon wieder. Ja, ich hatte es halt nicht nach Region geordnet. Tut mir leid, Leute. Ich habe es nach Anzahl geordnet. Also, welche Zahl, welcher Stern ist. Ich glaube, ich sollte das mal nach Region ordnen. Ja, das wäre besser irgendwie. Dann bin ich extra schneller fertig. So. Es ist ein Gegner, der am Strand öfter vorkommt. Moment. Schon wieder am Strand. Ja, am Strand sind sehr viele Gegner. Spezielle Gegner. Es ist nämlich hier in der Nähe von Wutai. Hier ist Wutai. Und hier soll der Gegner sein. Wir haben ihn schon mal gesehen. Nämlich... Oder nein, den habt ihr nicht gesehen. Ich habe ihn schon mal gesehen. Nämlich bei dem Kämpfen in Golden Sosa. Da gibt es ihn auch. Da ist er etwas krasser wie hier. Mal sehen. Ist es der Gegner? Oh, ja, das ist er. Eine Riesenschildkröte ist das. Die ist wirklich groß. Machen wir erkennen. Schauen, was sie so drauf hat. Und dann manipulieren. Sie macht meistens auf sich als ersten Zug Barriere auf sich. Immer. Das ist ein Adamantamai. Komischer Name. 1600 HP. Hält nicht gerade viel aus. Ist halt ein einfacher Gegner. Dann manipulieren ging daneben. Oder nicht möglich. Das gibt's auch, ja. Ah, Heilung, zwerf alle. Und dann macht er Z-Barriere auf sich, also er zaubert Barrieren. Hauptsächlich Barrieren. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich ihn wirklich nicht. Autsch. Ich wollte doch zaubern. Manipulieren kann und ich kann ihn manipulieren. Okay. Tiefer war aus sich selbst gehört. Ich habe doch gesagt, du sollst dich heilen, nicht hauen. Also stimmt, der Zusatzschlag. Es ist nämlich die Todeskraft. Ich sollte den Zusatzschlag raushauen. Ups. Die Todeskraft ist eine richtig geile Feindeskönnen. Warum ist sie so geil? Ganz einfach. Es schützt euch vor Tod. Falls ihr die Materie nicht anlegen wollt mit Schutz vor Tod, kann diese Feindeskönnen es ausgleichen, dass ihr Schutz vor Tod habt. Also Todesstrafe, also Zeit nach einem bestimmten... Na, bestimmt Zeit seid ihr sofort hin. Das schützt euch auch davor, was richtig geil ist. Und ich sollte vielleicht den Zusatzschlag woanders hin machen, nicht beim Wiederherstellen. War zwar eine nette Idee, aber nein. Zusatzschlag bei Ultima, genau. Ist halt ein normaler Schlag drauf, haben wir gerade gesehen. Ich habe komplett vergessen, dass man das nicht bei Heilen reintun sollte, weil dann haut man sich selber. Ist nicht gerade sehr schön. So, das war dann Nummer 5, 6, 7, 8 Stern. 9 habe ich, 10 habe ich, 11 habe ich, 12 habe ich, 13 ist nächstes. Oder? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, Moment, den bekomme ich auch erst später. Obwohl, ich könnte ihn kriegen, aber das ist mir zu weit. Weil im Nordkrater gibt es auch einen Gegner, der diese Feindeskönnen kann. Darum warte ich da. Wie kriege ich gleich in der Nähe? 13, 14, 15 habe ich. 16. Der ist nervig weit weg. Ich glaube, ich gehe so 17. Das ist näher. Weil 16 ist in der Nordregion. Dort, wo die Eiszapfen sind. In der Höhle. Okay, Moment. Das war in Nibelheim, genau. Die Nummer 17, Feindeskönnen, ist in... Nein, nicht Nibelheim, oder? Doch, 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 in Nibelheim. Passt schon, passt schon, passt schon. Passt genau. Okay, ich bin Schokobrein, das geht nämlich nicht. Leider. Hast du... Ich komme hier nicht vorbei. So, jetzt. Ich brauche schon etwas Platz zum Gehen. Nämlich... Moment, ich muss die andere Materie raushauen. Die Feinde unlocken. Obwohl, hier kommen keine Feinde, ne? Er ist drinnen in der Villa, genau. Es ist ein Gegner in der Villa. Ja, ein Gegner in der Villa. Und ich finde geil, dass hier noch immer die geile Musik ist wie von damals. Boing. Nein, zu spät. Dong. Zu früh. Nochmal. Boing. Das ist so geil. Ich mag das. Diese mysteriöse Glocke. Okay, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo war das? Ich glaube, überall kann der Gegner auftauchen, aber bei einem bestimmten Ort kommt er am öftersten vor. Bin mir nicht mehr ganz sicher. So, schauen wir mal. Es kommt ja... öfter der hier vor, der hat leider keine Feindeskönnen für mich. Also tschüss!
Wow, der überlebt sogar einen Schlag. Respekt, mein Freund. Respekt. Okay, Sid, seine Stärke ist gerade ein bisschen weit unten, weil er sehr viele Summons mit hat. So, okay. Nein, ich bin falsch. Ich muss in den ersten Stock, genau. Da war's. Damals, wo ich dann Safe geöffnet habe, den Schlüssel bekommen habe und ein ziemlich krasser Gegner kam, der mich sogar besiegt hat. Ups. Passiert halt, ne? Oder hat er mich besiegt? Ich weiß gar nicht, wir sind schon so lange her. Nein, ihr seid es auch nicht, meine Freunde. Ihr seid es auch nicht! Darum weg mit euch! Den Ball. Sid hat Double Summon mit. Huhu, so geil! Double Summon Bahamut. Jo, läuft. Und Tiff hat keine MP mehr. Okay, kaum. Das kann man vergessen. So, wenn das etwas länger dauert, dann schauen wir mal. Aber soweit ich weiß, müsste der gleich kommen. Dann müsste hier sein. Hier im Safe-Raum. Obwohl, ich glaube, es ist überall gleich wahrscheinlich. Ich habe mich nie damit beschäftigt, wie wahrscheinlich ein Gegner wo ist. Ich habe immer nur geschaut, da kommt er mal vor, da und da, aber nicht Wahrscheinlichkeit. Das könnt ihr machen. Nein, du auch nicht. Mann, bitte, ich will doch nur einen einzigen richtigen Gegner haben. Bitte sehr, wäre sehr nett, jawoll. So, einmal probiere ich noch, dann gibt's einen kleinen Cut. Einmal geht's noch leicht. Die Musik passt perfekt zur Atmosphäre. Nicht. Na? Ich habe noch immer die Feind-Unlock-Materie drin, ne? Ach komm schon. Ja, das sind sie sogar. Das sind sie sogar. Diese Gegner, ich glaube, die kann man nicht manipulieren, aber ich probiere es mal. Bei den Gegnern muss man nämlich warten, bis sie die Feindes können machen, soweit ich weiß. Wenn man sie nämlich einmal angreift, dann machen sie die Feindes können nicht mehr. Also physisch angreifen. Also, weil ich weiß, kann man sie magisch angreifen, nur ich habe gerade nichts Schwaches dabei. Ich probiere mal manipulieren und dann nachahmen. Dann habe ich nämlich doppelte Chance zu manipulieren. Ich glaube, das ist wirklich nicht möglich bei denen. Gut, ich probiere es mal mit Matra-Zauber. Das dürfte nicht ausreichen für die drei. Upsi! Null Schaden. Läuft. Ah ja, das ist es. Fragezeichen. Das will ich haben. Das kann jetzt eine Zeit lang dauern. Das müssen sie nämlich auf Cloud machen. Auf Cloud habe ich gesagt. Abwarten und Kaffee trinken. Und ich habe leider keinen dabei. Limit? Nein. Ja. Ich cut das für euch mal, weil das kann länger dauern. Na endlich! Meine Güte, das hat lange gedauert, bis die Cloud angegriffen haben damit. Dafür werdet ihr jetzt zerfetzt! Jawoll! Mann, das hat lange gedauert. 10 Minuten sicher. Mann! Das ist einfach eine Glückssache mit, Leute. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach nur eine Glückssache. Boah, ich kann nicht mehr. Ist halt eine Geduldsspielerei. Gut, hätte ich diese Feindes können auch, weil diese Feindes können ist ziemlich interessant. Moment, ich zeig's hier lieber hier. Fragezeichen, hier war's. Ist ziemlich billig, 3 MP. Schaden in Höhe der maximalen HP zu HP des Benutzers. Will heißen... Der Schaden von Fragezeichen ist die Differenz zwischen Maximal-HP und der derzeitigen HP. Verstanden? Nein? Meine Güte, seid ihr aber schwer vom Begriff. Wenn der Cloud das jetzt einsetzt, würde er es 1015 Schaden machen. Habe ich nicht gerechnet? Ich kann nicht mehr. 1015. Ja, stimmt sogar.
ist halt die Differenz, also 635 minus 5050 ist gleich der Schaden. Das heißt, wenn Cloud 1 HP hat, macht es genau 6034 Schaden und das für nur 3 MP. Geil, ne? Ist eine richtig coole Feindeskönnen-Materie. Oh yeah! So, lass mal sehen, nächste bitte. Einen Moment, ich muss erst mal schauen, welche ich schon habe, sonst hole ich eine doppelt. Und das will ich ja nicht. Okay. Die nächste einfach. Den versuche ich schon selber sehr lange zu bekommen. Okay, auf dem Zettel steht das ein bisschen anders, wie ich immer das gemacht habe. Es ist nämlich der Schokobo-Sprung. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass es den gibt. Und ich habe auf was nicht geachtet. Der Schokobo, der das ausführt, muss durch 4 teilbar sein im Level. Dann denkt man sich erst, was? Ja, ist wirklich so. Ja, und dich da unten werde ich schon noch bekämpfen, mein Freund. Oh, aber nicht jetzt. Ich habe jetzt keinen Bedarf für dich. So, der Schokobo muss ein Level-Vielfaches von 4 haben, damit es überhaupt funktioniert. Dann muss man ihn mit Ebene 4 Nahtod angreifen, ja, mit dieser Technik. So, ich brauchte für die Schokobo Ködermaterie. Dafür kann ich die Friend-Anlocken rauspfeffern. Ich nehme am liebsten die gemasterte. Nebenbei, ich bin schon da und überlegen, ob ich die zweite Schokobo Materie wegwerfen soll. Ich habe noch Platz. Solange ich Platz habe, passt es eigentlich. So. Jetzt muss ich, whoops, nur noch Glück haben, dass ein Schokobo kommt, der ein vielfaches Level von 4 hat. Also 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 und so weiter und so fort. Und auf euch, Moment! Double Summon Schokobo Mock! Oh yeah! Will ich auch mal zeigen. Double Summon! Nicht einmal rufen, außer die Gegner überleben es nicht, dann ist es nur einmal, sondern zweimal! Double Summon! Das Teil ist so geil! Vor allem für die schwächeren Summons ist es wirklich zu gebrauchen, aber auch für die starken, so wie Bahamut oder Hades. Es macht dann natürlich viel mehr Schaden, verbraucht aber für jede Benutzung natürlich die gleichen MP. Das heißt, man wird das sehr schnell MP leer. Sehr schnell. Da muss man halt aufpassen. So, Schlitz und tot. Wie viel Schaden Sid macht, ist klar. 5900. Läuft. So, wenn das zu lang dauert, wieder mit dem Schokobo. Wisst ihr, was das heißt? Gesnippele. Ich habe gerade, glaube ich, eine Materie gemastert. Kann das sein? Mir kam vor. Schokoblockade war schon gemastert. Nein, okay, dann halt nicht. Dann habe ich mich getäuscht. Passiert. So, bitte komm her, Schokobo. Ich brauche dich. Ein vielfaches Level von 3. Oh, Moment. Ich brauche das Gemüse, das Richtige. Genau. Das brauche ich auch noch. Meine Güte, was man hier alles achten muss, ne? Ich brauche nämlich das Mimet-Gemüse. Ich habe mal ein bisschen davon eingekauft. Bisschen. 20 Stück reicht vollkommen aus. Es sei denn, ich habe extrem viel Pech. Die Schokobos, die ein vielfaches Level von 4 sind, sind meistens hier auf der südlichen Insel. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Dort, wo die sehr, sehr guten Schokobos sind, aber das ist viel seltener der Fall. So, Tifa, erkenne mal diesen Schokobo für mich. Dann schauen wir mal weiter. Ja, weiter mit dem Text. Ebene 36. Ja, das passt genau. Zuerst füttern und dann Feindes können Ebene 4 Selbstmord machen. Ja, in dieser Reihenfolge bitte. Quack, quack, der freut sich. Hat kurz geknappert und jetzt Ebene 4 Selbstmord. Ich zünd dich an. Macht ein bisschen Schaden. Und jetzt kommt er. Der Schokobo-Sprung. Boing. Feindes können Schokosprung erlernt. Ja, wie man das rausfindet?
Fragt mich nicht, ich habe das irgendwann mal vor Urzeiten aufgeschrieben. Vor Urzeiten, das war lange her. Aber wie habe ich das rausgefunden? Puh, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich einfach rumgespielt. Das kann sein. Weil mir fehlte immer ein feines Könnte, aber ich wirklich je alles ausprobiert. Der Schokobo-Sprung ist eine ziemlich interessante Feindeskönne-Technik. Es ist nämlich so bei dem Schokobo-Sprung. Wo ist er denn? Hier. Fügt beliebigen Gegner Schaden ohne Element zu. Ja, soweit so gut. Das macht nämlich Fragezeichen auch. Aber, ne, das kostet genauso viel MP auch noch. Der Schokobo-Sprung ist je stärker, je öfter man einen Random-Kampf entflohen ist. Ich glaube, das hat jeder verstanden, oder? Das heißt, wenn man sehr oft geflohen ist, macht der Schokobo-Sprung viel Schaden. Wenn man nie geflohen ist, macht es übelst wenig Schaden. 14, 20, so war das. Aber wenn man sehr oft flieht, dann ist der Schokobo-Sprung gar nicht mal so ohne. Und er ist noch unelementar, das heißt, dann kann man ohne weiteres schon mal gebrauchen, den Schokobo-Sprung. Er ist nicht zu unterschätzen. Sollte man auf jeden Fall nicht. So, nächste bitte. Moment, ich muss mal sehen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16 hole ich erst. 18, 20 kriege ich erst. 21 habe ich schon. Das ist die Todesstrafe. Oder so ähnlich. 22 kriege ich auch erst. 24 kriege ich auch erst. Na super, das heißt, ich habe nur noch eine einzige Feindeskönne, die ich bekommen kann. Und die ist ganz im Norden. Nicht bei Nordkrater, sondern bei der Ebene. Ganz im Norden. Das wird ein langer Weg dorthin. Okay, wie mache ich das am besten? Es ist die Höhle vor dem Nordkrater. Oder? Moment, lass mich nachdenken. Wo war das nochmal? Ja. Da muss man ja einen Berg hochklettern. Und dann bekommt man sie. Jetzt muss ich schauen, wo ich am besten lande. Ich habe noch immer den goldenen Schokobo mit. Damit wird es etwas einfacher. Okay, hier oben. Da ist ja so eine Art Höhle. Und da drin gibt es die Feindeskönne. Für euch wird das ja ganz chillig zum Zusehen. Weil ich ja schneiden tue. Aber für mich wird das ein kleiner Horror-Trip. Tja, wir sehen uns gleich wieder. Ach du meine Güte, das ist ein weiter Weg. Eieieiei. Warum hat das schon nicht früher gemacht, ich Idiot? Keinen blassen Schimmer. Einen Moment! Es gibt noch einen Gegner, der diese Feindes können kann. Der ist auch ein Art gerade, ist mir jetzt gerade eingefallen. Puh, nochmal Glück gehabt. Gut, dann bringe ich mir alle Feindes können, die ich nicht habe, ich noch Gold dabei, mein Zusatzeffekt. Schutz vor schnell, langsam und Stopp. Ja, kann ich machen. Obwohl Schutz vor Tod wäre. Oh ja, das wäre besser. Viel besser. Oh mein Gott. Ich sehe gerade das Level von Cloud. Ach du Heilige. Moment. Bin ich lebensmüde? Jeder denkt sich jetzt wahrscheinlich, was ist los? Ich sag nur, achtet auf mein Level. Ich brauche Schutz vor Tod, auf jeden Fall. Tod rein, das hat zerstören, ne? Ich habe dann jetzt noch eine zweite Materie. Ah ja, hier ist sie. Sofort rein damit, Cloud. Da gibt's nichts wenn und aber. Endgültiger Angriff, Phoenix. Ja, ist immer gut, aber das braucht zu viel MP, beziehungsweise AP. Gut, dann habe ich eine Ausrüstung, die ich Schutz vor Tod habe. Moment. Ah, das war... Nein. Da, hier. Der Schutzbett. Habe ich zwei davon? Das wäre nämlich geil. Sieht schlecht aus. Tja, muss ich Glück haben. Gut. Gut, dass mir das nochmal eingefallen ist, dass man das auch von einem anderen Gegner erlernen kann, sonst spare ich mir viel Zeit. So, dolle. Das heißt... Es geht auf zum Nordkrater, Leute. Aber zuerst tue ich meinen goldenen Schokobo wegstecken. Und die zwei Weapons, die noch immer herumschwirren, bekämpfe ich erst später. Ja, später. Am Nordkrater ist zwar Sephiroth, aber es muss nicht heißen, dass das schon das Ende ist, oder? Nicht unbedingt. Denn bei Nordkrater kann man nämlich coole Sachen machen, noch unter anderem.
und da jetzt die Feindes können. Apropos Feindes können, eine ist gleich im Eingang, oder? Ja, eine ist gleich am Eingang, stimmt sogar. Ich glaube, es ist best, wenn ich Stiff vergebe. Ja. Es muss ja auch wirken, meistens. Meistens. Sodale. Ja, sag ich heute oft, egal. Auf geht's! Endlich zum Nordkrater! Und zwar im nächsten Part, Leute. Was wird uns dort erwarten? Sephiroth persönlich? Ein Haufen Gegner? Oder einfach nur das Ende der Welt, weil der Meteor schon so nah herangekommen ist, weil ich einfach optionale Sachen ohne Ende gemacht habe. Schaut den nächsten Part wieder ein. Und ich sage... Ciao, da wären wir wieder. Da flicke ich dann rein, oh yeah!